Dieser leckere Bulgur-Buchweizensalat, kalt oder warm genießbar, gibt's jetzt gleich in der Fitnesskochschule. Moin Moin und herzlich willkommen zu Deutschlands erster Fitnesskochschule. Lange ist es her, dass ich online war das letzte Mal und jetzt geht es wieder los mit neuen Rezepten. Und heute gibt es einen Superfood-Salat aus Buchweizen und jede Menge Als Gemüse. erstes habe ich mir hier Buchweizen Bulgur, ganz easy, ist so ein Bio-Buchweizen Bulgur, hier reingemacht. Und zwar sind es ganz genau 4 Tassen voll mit Bulgur und die doppelte Menge an Wasser, das heißt 8 Tassen Wasser dazu. Als zweiten Schritt nehmen wir uns eine Pfanne, machen ein bisschen Olivenöl rein und bringen die Möhrchen zum Eine Rösten. super Oder einfache Möglichkeit, Hokkaido-Kürbis zu verarbeiten, ist, wenn du dir den gefroren holst, im Tiefkühlfach. Das ist eine ganz einfache Kiste. Ist schon fertig geschnitten, fertig portioniert und damit auch ganz schnell zuzubereiten. Und der kommt jetzt auch gleich mit als letztes in die Pfanne mit Möhrchen sind rein. schon langsam ein bisschen gegart, deswegen packen wir jetzt als nächste Zutat den Paprika rein. Und wir würzen immer schichtweise. Das bedeutet, nach jeder Zutat, die ich dazugebe, würze ich ein bisschen nach, damit diese wieder mit Salz und Pfeffer bzw. mit Würze versehen ist. Andersrum den Pfeffer drauf. So, und dann lassen wir das Ganze auch wieder weiter köcheln und kümmern uns um die nächste Gemüsesorte. So, als nächstes habe ich hier 50 Gramm Paranüsse, die mache ich mit dem Mixer klein. In welchem Mixer die jetzt klein macht, ist allen sich egal. Ich habe jetzt hier so einen Tupperware Mixer und ich sehe gerade, dass ich den falsch aufgesetzt habe. Ist nicht so schlimm. So rum, Deckel zu und mach die Nüsse klein. Und wie gesagt, die Nüsse klein macht, ist egal. Ihr könnt sie auch mit dem Stabmixer klein machen oder mit dem Thermomix, ist egal. So, als eine der letzten Zutaten machen wir die 450 Gramm Hokkaido-Kürbis rein. So. Und auch hier wieder, weil es eine große Menge ist, müssen wir wieder gut salzen. Und natürlich wieder gut Pfeffer drüber machen. Jetzt haben wir den Bulgur hier schon mal fertig ziehen lassen. Der ist jetzt hier drin. Den habe ich noch ein bisschen gesalzen, damit er nicht ganz so untergeht. Und jetzt habe ich 2 Esslöffel Bulgur, 2 Esslöffel von dem Gemüsemix. Und jetzt kommt sozusagen dazu ganz frisch eine Handvoll Lauchzwiebeln, eine Handvoll Schalotten. Und eine Handvoll Radieschen. Und am Ende machen wir als Topping noch die Nüsse drauf. Aber als erstes kommt jetzt noch rein 2 Dosierlöffel Kräuteressig oder 2 bis 3 Esslöffel Kräuteressig. Eins, zwei, drei. Jetzt wird das Ganze vermischt. Das sieht sehr gut aus. Die Paranüsse ein bisschen drauf. Einfach so 2 Handvoll. Und damit es noch ein bisschen cooler aussieht, ein paar frische Lauchzwiebeln. Und fertig ist das Gericht.